Weiter geht's. Ich gehe mal kurz speichern mit meinen Minus ein. Ich werde auf jeden Fall Game Over gehen. Bei dem Boss, den schaffe ich nicht. Also ich schaffe den Boss, aber nicht beim ersten Versuch jetzt. I'm pretty sure about this. Aber 10% haben wir schon, ey. Naja, gut. Wo war ich eigentlich stehen geblieben beim letzten Mal, genau? Nee. Ich besiege jetzt erstmal den Boss. Dann rede ich weiter. Erst beschweren, dass das Internet in DE zu schlecht ist und sich dann so beschweren, dass es nach und nach ausgebaut wird. Crash, Coco, stahlen die Kristalle! Tiny bringt sie zurück in die Gladiatoren-Arena! Den Boss habe ich nicht geschafft im Remake. Ich habe das einfach nicht gecheckt. Also gecheckt schon, aber ich war einfach zu langsam. Da ist Neo Caesar oder so. So. Eieiei. Macht die komischen, gleichen komischen Sprünge wie in Teil 2. So, und jetzt kommt nämlich der Scheiß. Muss man nämlich. Ui! Diesen scheiß Löwen ausweichen. Und. Wieder abgesehen davon, dass ich gleich Game Over bin. Ist das Bock schwer, weil die einen selbst erwischen, wenn man daneben steht, weil sie dann einmal zur Seite schnappen. Und der Geschwindigkeit mitunter davon links nach rechts zu wechseln, ist sau schwer. Zumindest beim Remake. Ich hab nicht hingeguckt. Oh, okay. Game over. Wie sieht der Game over Screen in diesem Spiel aus? Spiel Ende. Cool. Wann lernt ihr es endlich, ihr erbärmlichen Bandicoots? Bandicoots, Alter. Tiny Slow. Es gibt hier einen Trick zum Schummeln. Sprich, sich von den Löwen zu schützen. Ich frage mich halt, wieso man sich in Baugebieten komplett dagegen werden, um ein leeres Rohr für spätere Glasfaser zu setzen. Oder an solchen Straßen versetzt. Selbst wenn es diesen Trick nicht gäbe, kann man ihn auch wegdrehen. Bei Nein gibt es eine andere Reaktion. Die musst du auch zeigen. Guck mal, jetzt habe ich hier sogar 6 Dinger quasi. Ich kann jetzt die Standardlevel wieder machen? Lul. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich zu blöd bin, vermutlich schon, aber ich fand den Boss im Remake echt, ich hab's nicht gerafft. Ich wird immer wieder von diesen Löwen gefressen, als ich weggelaufen bin. Aber anscheinend kann ich sie wegdrehen. Ich glaube, das habe ich auch mal probiert und hab's nicht geschafft. Keine Ahnung. Ja gut, jetzt war ich aber auch... war nahezu Game Over. So. Mach dieses Geräusch. So. Ja, guckt euch die Scheiße an, Mann. Es gibt einen einfachen Trick, hat er gesagt. Ich glaube, ich habe ihn schon verstanden. Warte mal. Okay, nee, ich kann da nicht auf die Gitter rauf. Das ist keine so blöde Idee, immer in einer Ecke zu bleiben. Und sich quasi auf diese Ecke zu konzentrieren. Und dann quasi nur in Notfällen so wegzuweichen. Okay, das hat schon mal geklappt. So, noch einmal. Also das ist Tiny der erste Boss. Ist auf jeden Fall. Ich hab einmal geblinzelt, schon war der Löwe direkt in meiner Fresse. Ah. Im Remake? Ich weiß nicht, ob es hier nicht so ist. Fressen die einen auch, wenn man noch im Feld daneben ist. Da hat er mich echt noch da gefressen. So. Ja, guck! Ich bin doch gesprungen, Mann! Ich finde den Boss echt nicht ohne. Ich bin Cortex da oben thront, der Wichser. Nochmal treffen. Ja, das Alter. Das war fies, würde ich sagen.
Oh mein Gott, okay. Sehr schön. Das werde ich ja jetzt wohl nicht verkacken. Mein Gott. So. Was ist das? Super Bauchlandung. Für stärkere Bauchlandung. Drucke Sprungtaste X und Kreis am höchsten Sprungpunkt. Weiter mit Dreieck. Was soll das denn? Na gut. Ja, du bist blöd. Stell dich mal in die obere linke Ecke, gut wenn die gemacht, Löwen kommen. Bringst den. Durch euren Sieg über Tiny habt ihr Tiny. Die Pforte in die nächste Zeitzone geöffnet. Kehrt in die Mitte dieses Zeitwirbels zurück, um zu speichern. Daraufhin wird die Pforte in die zweite Zeitzone geöffnet. Man muss speichern, das ist interessant. Was bringt es den Film wirtschaftlich? Es heißt ja immer, dass sie sich nur auf Straßen fokussieren, wo sie am meisten Profit bekommen. Da kannst du nämlich nicht irgendwas werden. Und im Moonmaster wurde dieser Trick auch eingebaut. Ja. Für behinderte Menschen wie mich, aber ich hab's ja geschafft. Ohne zweiten Game Over, hey. Ist das peinlich. Na gut. Man kann ja nicht überall gut sein, ne? Ich meine, sonst in jedem anderen Spiel bin ich ja der Übergott. Warum bin ich eigentlich in jedem Spiel scheiße? Ich sehe gerade, warte mal. Ich habe wieder private Nachrichten. Folge 1 jetzt. 2, 3. Gar nicht gesehen. Verschiebe ich mal das Fenster ein bisschen, damit ich das sehe. Dum, 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 dum. Ah. So. Warp Moon 2. Der erste war irgendwie so, keine Ahnung, angerichtet. Der zweite ist so, keine Ahnung, angerichtet. Da kommt doch richtiges. Donald Duck, ich spreche es einfach Englisch aus, Donald Duck Quack Attack Feeling auf. Weil das ist halt auch so mit diesen Verdienstungen. Ich will das unbedingt mal spielen, ne? Donald. Also ich hab's ja, wie gesagt, früher gespielt, aber ich will es unbedingt mal als Let's Play machen. Aber ich finde keine Möglichkeit, dieses Spiel euch zu zeigen. Warum musst du uns denn immer ein Dorn im Auge sein? Hm? Was? Wo war ich? Tiny war ein guter Junge. Er hasste alles und jeden, aber er hatte trotzdem ein gutes Herz. Sei nächstes Mal netter zu meinen Handlangern. Jawohl. Da wollte ich sagen, wie gesagt, ich habe halt die PC-Version früher gehabt und es gibt ja verschiedene Versionen. Also nur die PC- und die N64-Version sind, glaube ich, so, wie sie, ja, wie sie eben sind. So wie die Version, die ich früher gespielt habe. Und der N64-ROM ist nicht spielbar. Die ist absolut kaputt. Und die PC-Version finde ich nicht mehr. Und ich glaube, selbst wenn, ob man die heute noch zum Laufen bekommt, ich daute es ein bisschen. Aber, weiß nicht, vielleicht ist die PS1-Version auch so. Ich weiß es nicht. Müsste man mal informieren. Warum ist das Level genauso wie das erste Level eigentlich? Im Setting her. Aber das sagt andere Zeitzone. Naja, eine Zeitzone vor allen Dingen. Eine Zeitzone ist eigentlich nur... Naja. Vielleicht hast du Spider-Man eigentlich schon aufgenommen. Jetzt habe ich hier. Hui! Ich hätte heute wieder aufnehmen müssen. Ich glaube tatsächlich nur noch für morgen. Die ich heute schon hochgeladen habe. Ich wollte eigentlich heute noch aufnehmen, habe ich aber nicht mehr gemacht. Mache ich. Okay! Mache ich dann wahrscheinlich nachher oder morgen oder keine Ahnung. Irgendwann mal. Ich weiß, dass das Spiel sehr viele Todesanimationen hat. Das sind übrigens diese fetten Kisten, die kann man nur mit den Arschbaum kaputt machen, ne? Wollte ich gerade nochmal sagen. PS2 ist toll, da hat man noch komplette Spiele analog. Auch Gamecube und Xbox. Weißt du? Meinst du mit analog auch bla? Willst du mir damit genau sagen? Oh oh. Was? Ich bin daran vorbeigelaufen. Ich bin jetzt wieder Game Over. Warum bin ich heute so schlecht in diesem Spiel?
Warum pocht mein Ohr gerade? Ah, ich glaube, ich sterbe. Gee whiz. Was soll das heißen? Ich will mal so springen. Ah! Nicht mich töten, nicht mich küssen, bitte. Also später in Konsole ist man ja häufig auf Updates angewiesen, wo man dann auch ohne diese gar nicht spielen kann. Auch wenn die Server online gehen irgendwann, aber da kann man solche Spiele nicht mehr spielen. So, du meinst einfach noch ohne Internetzwang, ohne digitalen Inhalte und so. Ja, analog, deswegen. Ja, das stimmt schon. Einfach reinschieben und losspielen. Das ist ein Fakt, den ich ein bisschen vermisse heutzutage. Ein Fakt, eine Sache. Day One Patch. Meine, ich bin auch auf PC-Spiele fast komplett auf Steam umgestiegen. So. Wenn es Spiele bei Steam gibt, dann hole ich mir die da auch eigentlich. Ui. Aber es stimmt schon. Früher war alles besser. Hoppala, Alter, bin ich weit geflogen. Irgendwie so komisch weit. Ja, PS2 war halt meine Kindheitskonsole. Auch wenn ich gar nicht mehr so viele Spiele dafür habe, beziehungsweise hatte. Ich war halt immer einer, weißt du, ich hatte nur eine Handvoll Spiele und die habe ich dann halt immer rauf und runter gespielt. Hat halt nie... Mann! Leck mich doch, Alter, ich wirbel doch. Was ist das denn? Ja, weil ich halt nie so den, keine Ahnung, ich hatte keinen Zockervater, also ein bisschen ab und zu mal, aber richtiger Zocker war halt nicht, weshalb er jetzt nicht immer quasi die tollen neuen Spiele hat oder sonst was, weshalb ich immer auf wenig Spiele angewiesen war und vor allem auch auf manchmal nicht so gute Spiele. Weil mein Vater keine Ahnung von Videospielen hat. Aber ja, das eine oder andere gute Spiel habe ich ja früher auch gespielt, ne? Need for Speed Most Wanted, ne? Hab immer wieder richtig Bock drauf. Aber spiele ich demnächst endlich mal. Bei PCs hat man das Problem ja noch verstärkt, wie du gerade auch angedeutet hast. Kann schon sein. Ich glaube PC und Rayman Kinderspiel. Richtig. Ach komm. Mann! Konsolen und PC-Spiele geben sich heutzutage, glaube ich, nicht mehr viel, was Problematik angeht mit. Oh, Patch. Oh, funktioniert nicht richtig. Oh, Performance-Probleme. Oh. Microtransactions und sonstigen Blödsinn. Das gibt's überall. Ich sollte am Anfang wieder die Dinger hier richtig kaputt zu machen, damit ich auch alle Wumpers kriege. Äpfel. Eieiei. Hä? Warum tötet er mich denn? Ich wirbel doch. Ey, das Spiel ist total dumm manchmal. No. Ey. Ich weiß, ich würde halt mal sagen, ja, ich bin nicht gut, aber mein Gott. Kackt euch doch nicht mal ein mit den Hitboxen hier, ey. Oh Gott, jetzt kann ich da doch wieder knicken hier. Nee, doch nicht. Ich habe viele Spiele für PS2, habe aber meistens nur 2 oder 3 immer gespielt. Ja, oh mein Gott, Rayman. Alter, dieser Kanal und Rayman, ne? Eine ewige Hassliebe oder so. Die PS2, beziehungsweise eher PS2 Slim, ist auch die schnellste Möglichkeit, PS1-Spiele zu spielen. Die PS3 emuliert die ja nur noch. Hast du die Slim? Ich habe ja die fette. In Silber. Ich glaube, ich limitiere das. Ich bin mir aber nicht sicher. Das heißt, vielleicht ist sie heutzutage viel wert, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht.
So. Ich komme mal ein paar Meter weiter hier. Ja. Wir werden anfangen, die Dinger kaputt zu machen, wenn... Alter! Wenn auch das Fragezeichen da ist. Das Spiel hasst mich halt richtig, ohne Scheiß. Was ist da los? Das ist... Oh, hab meine Beine verloren. Es ist schön, dass ich alle möglichen Todesanimationen hier gerade zeige, aber da hat keiner was von. Ja, du verpiss dich jetzt erstmal, ja? Muss ich echt mal kurz warten, ne? Das macht mich fertig. So. Werde ich sowas von häufig einfach nur am dem Over deine Mutter kratzen, ne? Das weiß ich einfach schon. Ich werde raufspringen sollen. Ich habe mir vor einiger Zeit dieses eine Slipper gekauft, damit ich wieder PS2 spielen kann. Hat sie nicht mehr. Leute, die mal ihre Konsolen und Spiele verkaufen, ne? Hab ich einmal gemacht den Fehler in meinem Leben und ich mache es nie wieder. Och, scheiße. Eigentlich freut es mich ja, so viel Sachen kaputt machen zu können, aber bei der Steuerung hier ist es nicht so einfach. Aber langsam gewöhne ich mich scheinbar dran. Ne, oder auch nicht. Hey! 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 Och, dann halt so, ey. Arsch. Ich dachte, Fred Crash wäre ein Fuchs, aber er ist ein Beuteldachs. True. Wer kommt auch schon darauf? Ah, ich bin mir ganz sicher, das ist ein Beuteldachs. Anders geht es gar nicht. Okay, er ist Bandicoot, ne? Schon klar. Aber wenn man zumindest nicht weiß, was es bedeutet. Ja, dann müsste die Magie auch wegdrehen können, wie die Fässer in Crash 2. Null. Wenn ich mir gerade stehe, so wurde, wird das auch meine Vorzugskonsole sein. Oben wieder da. Ich habe ja noch die alte PS2 von meinem Stiefvater, aber die funktioniert halt nicht mehr ausreichend. Ich habe einen Fehler begangen. Scheiße. Ja. Nee. Fuck. Ich kann auch nicht einfach runterspringen, ne? Ey, ich kann mich nicht umbringen. Was ist denn für eine Scheiße? Das ist ja wie jedem. Na, hier kann ich mich umbringen. So, dip. Einfach irgendwie mitsingen. Das Spiel mache ich jetzt schon fertig, Mann. Weil es bei einem Beispiel so, ich komme mir viel besser damit klar als gedacht. Weißt du, vor allem Teil 1 lief besser als ich erwartet habe. Dann denke ich mir, okay, Teil 3 wird eh verdorben. Nein! Nein! Nein, warum bin ich so? So richtig während des Sprungs, ne? Während des Sprungs. Oh, scheiße, nein. Ich darf nicht. Fuck. Erstmal was trinken. Alter. Ein Gobbetitz. Danke. Muss ich hier... Uah. So. Dich kriege ich eh nicht auf natürlichen Wege.
So, gleich aufpassen. Nehmen die lieber mit da oben. So. Aber das war jetzt richtig rum. Was macht die Kiste hier überhaupt? Achso, die Kiste, sag ich schon. Ja, ne, so. Habe ich alles? Ja. Stress, ey. Leck mir am Arsch. Ruhe. Und sofort erwischt mich der Wichser wieder. Was haben die denn für Hitboxen? Ich stehe hinter denen und ich bin instant tot. Das ist richtiger Müll. Mann. Hab ja Haare im Mund. Nein, geh weg. Diese Fuck-Frösche. Muss ich den Bonus nochmal machen? Nein, okay. Das ist wie bei Crash 2. Ja, jetzt stehe ich schon in dem drin und hab nichts bekommen. Ein Vorteil, wenn sie die Nismo-Kiste locken, okay. Schwerter, ne? Okay. Die restlichen fehlenden Kisten sind wahrscheinlich alle Nitro-Kisten, wa? Wird hinkommen. Bom, bom, bom. Hoff! Genau 100 Kisten waren das. Cool. So, Folge ist vorbei. Passt ja. Langsam wird's, ne? Ganz langsam. Ich schaffe auch noch den zweiten Warp Room. Ich bezweifle es ein wenig, weil ich schlecht bin. Wir müssen auch die Rennen... Wann mach... Achso, warte mal. Die Relikerin wollte ich mir bis zum Rennen aufheben, ne? Richtig. Da war ja was. So, gut. Folgenwechsel.